Es ist wieder soweit. Inas Nacht heute mit Dieter Nuhr. Und passend zum Dieter kommen noch der Bernd und der Karl-Heinz von den Amigos. Da freue ich mich so drauf. Sebo singt uns ein wunderbares Lied. Und C&R bauen nachher ein riesen Cembalo auf in unserer kleinen Kneipe. Na, das wird was. Viel Spaß. Hast du alle Themen gehört, die ich ihm vorgeschlagen habe? Ich habe es schon wieder vergessen. Das ist die Tragik. Übers Leben. Ja. Über Frauen. Ja. Kinder, Männer, Alter, Falten. Ja. Drogen. Joints gehören ja dazu. Falten ist dann Alter. Ich habe ja nie mehr geraucht. Noch nie? Nee. Würdest du denn heute mit mir hier Bier trinken? Ja, Bier trinke ich gerne, aber rauchen Kommt, muss nicht sein. Möchtest du durch? Ich fange zu rauchen, wenn die es auch auf der Straße verbieten. Dann fange ich damit an. Ich muss sagen, bei mir hat das Anti-Rauch-Gesetz ganz gut geholfen. Echt? Ich rauche seitdem vielleicht noch 3 am Tag. Also tags gar nicht, aber abends so 3. Hallo. Danke. Habt ihr alle schon was zu trinken? Wir können schon Prost sagen. Prost, Jungs. Prost, Publikum. Prost. Hey, hey, hey. What's up with you? Wie geht's eigentlich deinen Rippen? Ganz gut eigentlich, ja. Eigentlich aber das merkt man das 17 schon. Gebrochene Rippen? Nee, 17 Rippen hat man gar nicht. Also, wie viel hat man denn? 17 Rippen 10 steht hier. Hat man, glaube ich. Ich habe aber 17 Mal gebrochen gehabt. Also, so war's. Das heißt, ich habe mir einzelne Rochen, Rippen aus Sparsamkeit wahrscheinlich doppelt gebrochen gleich. 2, 4. Ich habe auch noch so ein paar Stücke, 10. Die stehen quer und so. Das wächst nicht mehr zusammen. Das ist ganz gut. Also ich sollte jetzt aufs Eishockeyspielen verzichten. Du bist mit 10? Ja, ganz langsam bin ich mit den Skiern gefahren und habe mich währenddessen umgeguckt. Und das sollte man nicht allzu lange machen. War das ein Schneehase, der vorbeifuhr? Nee, es war ein Stein und dann bin ich seitlich. Nachdem du dich umgeguckt hast, eigentlich. Ach so. Fuhr da was Heißes an dir vorbei und dachtest, hui. Ja. Meine Tochter war es. Und da habe ich mal, ab und zu guckt man sich mal um, zu gucken, ob sie noch da sind. Ja, klar. Das macht ja Sinn. Und dann bin ich umgefallen und so komisch mich gedreht und mit dem Rücken auf so einen Steinhaufen drauf. Das war nicht so schön. Ich habe das gar nicht mitgekriegt in der Presse, nur ich habe dann wirklich, ja. Nee, wirklich. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die ihre Krankheitsberichte oder jede sexuelle Erregung gleich der Chefredaktion der Gala übermitteln. Ja, und deswegen war es wahrscheinlich nicht so überall zu lesen. Nee, eigentlich war es fast gar nicht zu lesen. Ich musste ja nur irgendeine Pressemeldung ausgeben dafür, für die abgesagten Auftritte. Wie viel waren das? Wie lange hast du denn im Krankenhaus gelegen? Ich habe 2 Wochen im Krankenhaus gelegen und bin nach 3 Wochen wieder aufgetreten. Das war ein bisschen schwierig, weil ich das Mikrofon nicht richtig halten konnte, aber es ging irgendwie. Oh Gott. Du weißt ja, wie es ist. Ja, du bist auch noch immer so ein bisschen Komiker dabei. Man muss bei diesen Geschichten, selbst bei dir, dann immer ein bisschen... Lachen. War es dann so? Ich hatte, das war wirklich insofern eine ganz lustige Geschichte, als dass ich einen Arzt hatte, einen Chirurgen, der mich wieder zusammengeflickt hat, der im Jugoslawienkrieg Chirurg gelernt hat sozusagen. Und er sagte, er hätte die beste Ausbildung von allen, weil er hätte so viel gesehen, wo es schiefgegangen ist. Die hätten da gelegen und dann hätte er die, teilweise ein guter Freund von mir hat mit Maschendrahtzaun
habe ich Magen mit Maschendarmtraum? Hält. Habe viele Leute gesehen. Und ich weiß, ob jemand schafft oder nicht. Und Sie schaffen, hat er mir gesagt. Da war ich ganz zuversichtlich. Das war erstmal gut. Ja. Das Lustige ist, du bist Komiker geworden, obwohl du so gut aussiehst. Das heißt, es gab doch für dich gar keine Not. Nein, aber du warst doch, man hört doch immer von diesen hässlichen Jungs, die dann in der Schule, weil sie so hässlich waren, witzig sein mussten, weil sonst hätten sie kein Mädchen abgekriegt. Und du bist trotzdem witzig, obwohl es keine Not gab im Sinne von optisch. Ich bin ja in der alternativen Zeit aufgewachsen. Da war immer Not. Also, weil man ja. Weil man ja als Mann verständnisvoll sein musste und irgendwie, nein, ich bin nicht so primitiv und denke immer nur an Sex. Du bist in einer Beamtenfamilie aufgewachsen, ja. Und dein Vater, wie heißt es genau, was dein Vater war? Na, mein Vater war Regierungsdirektor im Schuldezernat. Wahnsinn. Stell mal vor, du musst sagen, mein Vater ist Regierungsdirektor im Schuldezernat. Was ist das genau? Der verknackte Lehrer, wenn sie irgendwelche Schülerinnen angepackt haben, nee, oder so. Ja, dann war der zuständig. Er war eigentlich, der hatte auch das bestmögliche Bild von Lehrern, deswegen wollte ich auch Lehrer werden. Ja, das wundert mich denn, weil dein Vater wusste ja dann wirklich Bescheid, wo der Hammer hängt. Also über krumme Geschichten, die da so laufen. So schlimm ist es da meistens nicht geworden, dass der hängende Hammer thematisiert wurde, aber. Aber das, du wolltest ja dann auch Lehrer werden, weil, sagst du, du hast die Schule so vermisst, als du fertig warst. Ich glaube, das war so eine Art so Schutzmechanismus. Ich glaube, dass 90% aller Lehrer gehen von der Schule ab, sagen, wie sieht es denn hier draußen aus, gucken sich um und denken, das ist unwirtlich hier draußen. Mhm. Ich will zurück in meine Anstalt. Angst? Und dann ziehen die das durch. Angst, Heimweh, ja, und dann weiß man wieder, wo man Angst hin will. Angst und Heimweh verbunden, das gibt dann Lehrerdasein. Und ja, du warst ja als Kind, hast du auch schon so. Sind Lehrer da heute? Da vorne. Ehrlich? Echt? Welche Fächer? Englisch und Sport. Ich dachte, ihr seid Shanty-Jungs. Habt ihr auch Berufe gehabt früher? Ich hab gedacht, ihr seid so nur in klein auf die Welt gekommen mit den Bärten und mit den Mützen und mit den Brillen und so ein Tüchlein um. Und dann sagt die Mama, es ist ein Shanty-Junge. So ähnlich. Was für Lehrer wart ihr denn? Geografie, Erdkunde, Gemeinschaftskunde und Musik. Geografie und Erdkunde. Top. Meins Geologie, ne? Ich hätte noch Heimatkunde dazu genommen. Du hast Kunst und Erdkunde, oder? Ja, Kunst und Geschichte, ganz oder so. Geiler Studiengang übrigens. Wirklich beides schön. Ja, ja, warum? Ganz toll. Weil man sich bei dem einen so kreativ ausmalen kann? Ja, weil erstens, bei dem einen konnte ich meine Examensarbeit malen. Das war sehr gut, hat sehr viel Zeit gespart. Und bei dem anderen ist so, ohne Geschichte begreifst du ja gar nicht, was in der Welt vor sich geht. Also, aber das man lernt ich ja vorher gut auch schon 10 Jahre Geschichte. Man hat ja über 10 Jahre lang in der normalen Schulzeit Erfahrungen mit Geschichte. Ich habe versucht, in der Schulzeit das Lernen zu vermeiden. Das war jetzt nicht unbedingt schlau. Warst du ein schlechter Schüler? Ja, ziemlich. An sich? Ja, ich hatte einen älteren Bruder und der hat mir immer gesagt, wenn ich besser als 4 schreibe, bin ich ein Strebersau. Ach, du hast Geschwister? Ja. Das habe ich gar nicht gelesen. Ich habe ja viel jetzt rumgegoogelt. Ja, aber Geschwister habe ich keins gefunden. Ja, wenn du anfängst zu googeln, wirst du auf Privates selten stoßen. Einfach. Ist der auch so in sich ruhend und equilibriert wie du? Dann wart ihr alle so ruhig, ihr Kinder? Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, die Schnittstelle mit meinem Bruder ist denkbar klein. Ich glaube, der hat alle die Eigenschaften abgekriegt, die ich nicht habe. Der ist also nervös, laut. Du hast gesagt, deine Mama hat dich nie gezwungen, dass du toben sollst. Und deswegen hast du lieber gesessen und dir deine Füße angeguckt. Ja, das konnte ich auch gut. Das war wirklich. Ich hatte gute Augen, deswegen habe ich mir immer. Wenn ich gewusst hätte, dass ich so ein Kind kriege, dann hätte ich mir das mit Kindern auch noch mal überlegt, ehrlich gesagt. Dass einfach nur in der Ecke sitzt und Füße anguckt und sagt, oh bitte Mama, ich möchte so gern ruhig sein, ich muss nicht. Das kriegst du aber nur, wenn du vorher mal einen Bruder gekriegt hast. Ach so, du warst quasi die Belohnung dann, ne? Nee, ich war einfach nicht mehr. Meine Mutter, also Mütter beim ersten Kind, da stürzen sich ja drauf und kümmern sich um alles und sind mit dem ersten Kind halt so beschäftigt, dass sie gar nicht merken, dass das zweite auch da ist. Und da wird man mal in Ruhe gelassen. Das ist ganz gut. Also man verfällt nicht dieser allgemeinen Hektik. Wolltest du machen, was du wolltest? Als du dein Lehramt alles fertig studiert hattest, dann musstest du hospitieren.
Ja. Und jetzt hätte sie ja Lehrer werden können, aber... Ich habe eine Stunde wirklich selbst gegeben, das ist kein Scherz. Das war wirklich so, musste erst hospitieren und dann sich den Unterricht angucken, weil die wohl dachten, irgendwie, wir kennen das nicht oder wir waren nicht auf der Schule. Ich weiß es nicht, warum man das tun muss. Und das ist lustig eigentlich, total bescheuert. Man hat ja 10 Jahre den Lehrer da vorne erlebt. Ja, und neben uns saßen die ganzen Mädchen. Es war also wirklich, die ganzen Kinder saßen halt da. Das war süß, sehr süß. Also die Kinder waren so um die 20 und ich war 24. Und wir haben uns auch verabredet und hatten eine wirklich schöne Zeit. Und dann kam irgendwann die Durchsage, irgendwie nächste Stunde gibt der Herr Nuhr. Und dann kam ich rein und da saßen die gesamten Mädchen, die neben uns in der letzten Reihe gesessen haben, saßen wirklich ungelogen, die hatten sich verabredet, weißes Rüschenblüschen, wirklich bis hier auf, saßen so in der ersten Reihe, grinsten mich an. Und da wusste ich, dieser Job wird dir einmal strafrechtliche Probleme bereiten. Und habe ich gedacht, ist es eine Geschichte oder ist es wirklich? Es ist original so gewesen. Ich hatte gerade ein ganz schönes Thema. Erinnerst du dich denn noch, dass wir zweimal im Senftöpfchen gesessen haben, vor ganz vielen Jahren nachts und uns über Fußball unterhalten haben? Ja, geil. Und hat Dieter nur zu mir gesagt, oh toll, die erste Frau, mit der man mal doch ein bisschen über Fußball reden kann. Zweite Frau, er hat zu mir damals die erste gesagt. Bist du die noch erste so habe ich geheiratet. Ach, ehrlich? Ja. Hat deswegen die auch so viel Ahnung von Die hat zu mir gesagt, Wolas, war der nicht mal bei Duisburg? Und da habe ich sie geheiratet. Und da war's. Das war's dann. Oh, ist das schön. Das finde ich toll. Du lebst ja eigentlich in Rating mit deiner Familie und hast aber auch in Berlin eine Wohnung. Ja, das bringt der Beruf so mit sich, dass ich viel unterwegs ist bin. Ist das eine Pussywohnung? Eine Pussywohnung? wenn so Kabarettisten anfangen, sich Zweitwohnungen in anderen Städten, weil sie dann nicht mehr nach Hause kommen nach dem Auftritt. Das hat der Josef Haber doch mal so super erklärt. Er hat doch so eine Nummer, wo er sagt, dass Beziehung am besten ist, wenn man getrennte Schlafzimmer hat. Ja. Und am besten ist, wenn die getrennten Schlafzimmer in verschiedenen Wohnungen sind. Und ganz toll ist es, wenn die Wohnungen in verschiedenen Städten sind. Ja. Und er wird sich super mit seiner Frau verstehen, seit er in Hamburg wohnt und sie in Wien. Ja. Und das ist eine Nummer aus seinem Programm. Ich glaube nicht, dass es wirklich so ist. Aber, ist es ein bisschen so? Ich glaube, dass Tournee schon für eine Beziehung super heilsam ist, ja. Und hast du ein Pussifon und ein Zweitfon auch? Zweitwohnung und Zweitfon? Nee, ein Pussifon finde ich aber nicht. Kennst du nicht? Nee, kenne ich noch nicht. Gibt das so Männer, die haben denn so einen für zu Hause und für die Familie und einen... Und dann kommt das bestimmt bald so als Statussymbol, dass man so ein Holster hat, wo so irgendwie für verschiedene Pussys verschiedene... Ja, so Ledergürtel, weißt du, wo die so drinstecken. Ja, genau, wo man ziehen kann. Für jeden eigenen Klingelton und so. Und so, Pussy Hannover. Ja, das ist dann nur noch das Kennzeichen. Pussy K. Genau. Pussy H, Pussy M. Das finde ich eine gute Idee. Pussy HH. Kaufst du immer noch so viele Elektro-Kleingeräte? Hast du das immer noch als Hobby? Es geht so. Also bist du da wirklich immer in die Elektromärkte und hast du da Kleingeräte geholt? Eine Zeit lang habe ich gerne diesen ganzen Mist gehabt, weil das ja alles nicht funktioniert hat. Und da kauft man sich wieder was Neues. Was denn so? Ich glaube, den ersten Apple Newton zum Beispiel, den ersten Personal Organizer hatte ich. Das war so ein Gerät, das war Mitte der 90er. Das hatte eine Handschrifterkennung, das war eine Sensation. Da konnte man mit dem Stift eintragen, so handschriftlich, Bernd anrufen. Und das Ding setzte das um in gedruckte Buchstaben. Und da stand dann Buenos Aires. Aber wenn ich am nächsten Tag gelesen habe, Buenos Aires, wusste ich, Mensch, du musst einen Bernd anrufen. Das ist ein bisschen so, es gibt doch dieses Translation-Programm jetzt auch, wo man immer sein kann, ich bin in Paris. Und da muss man, glaube ich, auch sehr aufpassen. Dass man es nicht abschickt, bevor man es gelesen hat. Einmal nochmal gegenlesen lassen. Ja, sollte man machen. Bevor man irgendwas so. Ich habe noch ein paar Sachen hier stehen. Zum Beispiel, dass du gerne Kaffee magst. Du hast gesagt, das Wichtigste im Leben ist eine geile Kaffeemaschine. Ja, natürlich. Das ist das wichtigste Möbelstück in der Wohnung. Leben. Also wenn die Wohnung leer ist, kommt als erstes die Espressomaschine rein, die natürlich einzeln auch nichts taugt. Das muss eine anständige Mahlmaschine her. Und da muss man den Mahlgrad anständig einstellen, dann ist das erste halbe Pfund Kaffee schon mal weg. Und dann ist das so? Interessierst du dich da wirklich? Ist das so wichtig? Ich interessiere mich nicht dafür, ich trinke gern guten Kaffee. Und ich hasse alles, was nördlich von Innsbruck serviert wird. Was die bei uns als Cappuccino servieren, ist einfach eine große Sauerei. Ist da wirklich noch ein Unterschied? Ja.
Aber echt? Bitte! Ob man in Verona oder ob man in Hamburg einen ja. Espresso trinkt, ist ein Unterschied. Ganz selten, dass es mal keiner ist, sagen wir mal so. Es gibt natürlich Läden, die das auch können, aber sehr selten. Ich habe ein paar Sachen aus deinem Buch. Ne? Du hast so tolle Sachen geschrieben, wie zum Beispiel, wenn ein großer Bewaffneter mit dem Gesichtsausdruck einer Pressluftramme den Wunsch ausspricht, sie mögen beiseite treten, folgen sie bitte seinen Anweisungen. Das finde ich völlig richtig. Hast du dich schon mal gekloppt? Ich? Ja? Nein. Mich nicht an. Ich habe ja immer so Angst vor so Gewalt. Nicht mal in der Grundschule. Nee, kann ich gar nicht. Ich bin nicht so in der Lage. Nee. Ich glaube, ich bin lesbisch. Und du willst mit 90 sterben? Glaubst du, dass du mit 90 stirbst? Hat dir das jemand gesagt? Ich bin mit 90. Hast du mal irgendwo stand, mal hat vor, mit 90 zu sterben? Ich rede so einen Blödsinn oft. Ja? Das ist unfassbar. Weil man ja was sagen muss, wenn man ein Interview hat auch. Und dann ich will mindestens 120 werden, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, finde ich überhaupt nicht. Dass das bis dahin gibt es Ersatzteile. Ich wüsste, glaube ich, denn ab 60 wäre mir, glaube ich, öd. Was macht man denn mit 60? Ich will dir nicht zu nahe treten, aber 60 ist nicht so weit. Nein. Aber deswegen denke ich ja manchmal drüber nach und denke so, mein Gott, was macht man denn so mit 60? Man steht hier vorm Fenster. Und singen. Würdet ihr mich dann mitsingen lassen, Jungs? Oh. Als Gentilette. Da steht die Satzung gegen. Ach, ich dachte, dass du da irgendwie, glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Keine Ahnung. Gibt es, glaube ich, niemanden, der da eine gepflegte Auskunft geben kann. Ich halt, finde auch alle, die sich darüber eine Meinung anmaßen, völlig idiotisch, von der einen wie von der anderen Seite. Mhm. Weil wie willst du denn das sagen? Kann dir doch keiner erklären. Und dann habe ich aber überlegt, das ist auch so eklig, weil ich war in London im Topshop und da gab es so Aquarien, wo kleine Fische drin waren, die den Frauen die Hornhaut an den Füßen wegnubbelten. Und dann habe ich gedacht, wenn es richtig schlecht läuft, dann wirst du als so ein Fisch wiedergeboren, der anderen Menschen die Hornhaut von den Füßen frisst. Und das wäre so übel und deswegen würde ich gerne nicht wiedergeboren werden. Ich kann dir sagen, es gibt noch erschreckendere Beispiele. Was denn? Ich finde Darmbakterien zum Beispiel auch nicht schön. Und wir jetzt singen? Ach du Scheiße. Wir können noch ein ganz bisschen weiter. Seien Sie mittelmäßig. Besteht die Chance, dass wir uns so lange unterhalten, dass fürs Singen keine Zeit mehr ist? Auf gar keinen Fall. Wir haben geübt heute Nachmittag, weil Dieter sagte, normalerweise spielt man so ein Lied ja mal eben so hin, aber wir haben uns eine spezielle Version ausgedacht, ne? Was die denn? Du, als ich den Fischen in London zugeguckt habe, wie die Hornhaut an Füßen wegknabberten, warst du ungefähr zeitgleich auch in London. Ja, ich war beim Konzert. Genau. Von einer jungen Band, also nicht mehr ganz jung, aber recht erfolgreich. Und ich glaube, dass die auch mal ziemlich bekannt werden. Ich glaube, du solltest erst auf den Tisch gehen und dir dann die Gitarre runterhemmen. So geht's schon los. Oder du schaffst es, du bist so hoch drauf, dass du das schaffst. Vielleicht habe ich Glück und breche mir 17 Rippen und muss nicht mehr singen. Mit den 17 Rippen war ein bisschen peinlich. Aber ich hätte wirklich nicht... Ich glaube nicht, dass ich irgendein Mensch vorstellen kann, was mich das jetzt kostet hier an Nerven. Ich trete gern vor ein paar tausend Leuten auf und es macht mir wirklich nicht viel aus. Du hast ja auch immer gesagt, alles nur nie singen. Ja, genau. Dann habe ich aber irgendwie in einem Anfall von Wahnsinn gesagt, ich spiele Gitarre dann. Weil irgendwie nur singen ist ja noch schlimmer, dachte ich. Aber ich glaube, jetzt glaube ich das nicht mehr. Guck mal, es ist alles da. Band ist da, drei Kameras, die nur auf dich zeigen. Bis jetzt, Pappe. Wir machen das was mal für so. Eine Scheiße. Ganz ehrlich, fang mal eben ein bisschen, dass wir uns eingrooven und dann gehen wir richtig rein. Cast away an island lost at sea, oh. Another lonely day, no one here but me, oh. More loneliness than any man could bear, oh. Rescue me before I fall into despair, oh. I send an SOS to the world, I send an SOS to the world, I hope that someone gets mine, I hope that someone gets mine, I hope that someone gets mine, message in the bottle, message in the bottle. Thank you.
sword. Billion bottles washed upon the shore. Seems like I'm not alone in being alone. 100 billion castaways looking for a home. I send an SOS to the world. I send an SOS to the world. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. In a bottle, message in a bottle, sending out SOS, 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 sending out SOS. Von so einer Londoner Kellerband, die du da irgendwo im Club gehört hast. Die ist Police. Ja, genau. Die finde ich auch echt speziell, aber richtig geil. Ich habe die so im Ohr, ich möchte nie wieder das Original hören. Die wäre noch mal richtig bekannt, glaube ich. Und jetzt darfst du mit zitternden Händen diese Gitarre abbinden. Bist du zufrieden mit dir? Das hat mich so viele Nerven gekostet. Ich habe ja nicht gehört, wie ich gesungen habe. Aber hat doch alles geklappt. Hat doch... Ich hätte gern zwei frische Bier. Wir wollen jetzt Bierdeckelchen einsammeln. Mach mal Beine rüber. Und wenn das dein Bier ist, und wir bleiben aber quasi wir bleiben wie beim du... Sprechen, oder? Ja. So, Bierdeckelchen, ich bin gespannt, Dieter. Kinder. Sending out an SOS. Ich will diese Version unbedingt haben und zu Hause hören. Ich mag die sehr. Hat sich total in meinen Kopf gefräst. Besteht irgendeine Chance, dass das rausgeschnitten wird? Nein. malt halt beim Sprechen. Doch mal. Danke. Ich habe, glaube ich, gerade gelesen, halt beim Sprechen noch mal die Fresse. Aber es kann doch nicht sein, dass das hier steht. Ach so. Meine, beim Sprechen noch mal die Zähne auseinander, Kind. Mach beim Sprechen mal die Zähne auseinander, Kind. Wer ich jetzt? Machst du die nicht auseinander? Ich mach die, glaube ich, auseinander, aber ich werde es auch kaum verändern, weil jemand das auf dem Bierdeckel geschrieben hat. Hast du nackt einen Bauch? Das wäre lustig, wenn der angezogen weg wäre und nur wenn du nackt wärst, wäre ein Bauch da. Genau, so ist das. Aber das wäre ja ein Phänomen. Ich habe sogar eine Trompete im Hintern, die den aufblasen kann. Auf Zug. Da kenne ich einige. Wenn wir das jetzt hier machen, aber es gibt Elektrizität im Raum, dann geht das nicht. Lieber Dieter, sei mein Gebieter. Was? Halt mich wach die ganze Nacht. Meine Zimmernummer 420, wer war denn das? Ja, sowas birgt immer ungeheure Risiken. Also von uns war das keine. Witzig, witzig. Witzig, witzig. Wann gehst du mit The Police auf Tour? Das ist süß. Das ist süß. Es könnte sein, dass dich das heute so flasht, dass du dieses Gefühl des, oh Gott, ich habe etwas getan, was geklappt hat und was ich nie vorhatte. Das ist schon etwas, was man ja nicht jeden Tag hat. Nee, glaube ich auch, dass das passieren kann. Ich glaube aber nicht, dass es passieren wird. Gibt es Leute, die Didi zu dir sagen? Oh Gott. Definitiv nicht. Und wenn, dann habe ich sie frühzeitig erschossen. Didi würde auch so überhaupt nicht passen. Aber was sagt man denn? Immer alle Dieter?
Ja, ich meine, meine Eltern sind immer noch der Meinung, dass das ein schöner Vorname ist. Ich finde es eigentlich auch ein Lacher. Kaum zu fassen, oder? Dieter war in deinem Alter eigentlich auch schon nicht mehr richtig cool, oder? Als du geboren wurdest. Nee, ich glaube nicht. War auch schon eher so Uwe und Norbert und sowas? Ich glaube, Dieter Kürten war sehr cool. Aber der ist auch schon wieder 10 Jahre älter als du. Mhm. 15. 20 Jahre älter, Entschuldigung. Ja, stimmt. Bisschen mehr, glaube ich sogar. Egal. Wegen welcher Macke von dir wird deine Frau sauer? Ich bin ordnungsliebend. Bist du wirklich oder gerade nicht? So, doch. Ist das jetzt, soll sie jetzt gerade zu Hause laut loslachen? Nee, das ist einfach so. Meine Frau ist, räumt auf mit Hilfe der Schwerkraft. Ist es, seid ihr eins dieser Pärchen, wo er wirklich ordnungsliebender ist als sie? Mhm. Ich glaube das immer nicht. Bei Andi, bei unserem Gitarristen, ist es zu Hause auch so. Und das glaube ich immer nicht. Der sitzt manchmal im Tourbus und sagt, und dann komme ich nach Hause und dann sieht das da wieder aus. Und das ist so lustig, das von einem Mann zu hören. Ja, das ist aber so. Das habe ich ja auch. Und dann sieht es da aus und dann kommst du nach Hause und dann sagst du... Ah, sagen wir mal so, nach den ganzen Jahren hat sich das jetzt so eingespielt, dass irgendwie in den letzten 5 Minuten, bevor ich einschneie, überall ein Tuch drüber geworfen wird. Also. Ich finde das ja wahnsinnig sympathisch, wenn es mal so rum ist. Das war nicht witzig. Ich bin auch sehr, sehr ordnungsliebend. Ich behaupte auch so schlimm, dass Freunde von mir manchmal sagen, komisch, bei dir sieht es immer aus, als ob hier gar keiner wohnt. Aber ich mag das. Bei mir sagen sie immer, wie ein Möbelhaus. Ja, wie so ein Möbelhaus. Und dann gehe ich dann manchmal auch mit dem Kaffee durch und finde das einfach schön, weil alles ist schön. Ja, genau. Es stört auch nichts und es liegt nicht irgendwo was rum. Und dann trinkt man den Kaffee leer und tut ihn sofort in die Spülmaschine. So, kann man doch machen, ist oder? So? Ist das, absolut, ist das schlimm? Und kann man nicht auch ehrlich gesagt einmal am Tag mal eben kurz den Müll, kleine Tüten und dann den Müll runter, einmal am Tag, bevor es stinkt und so? Ja, bevor es, genau. Bist du eigentlich pingelig und bei was? Kommt drauf an. Ich bin sehr akribisch. Wenn ich meine Texte schreibe, brauche ich sehr, sehr lange, bis sie so sind, wie ich sie haben will. Oder wenn ich die Bude in Ordnung bringe, bin ich auch pingelig. Ansonsten bin ich, glaube ich, auch mal... Mit dir auch eitel? Also auch im Sinne von zupfst du so Dings und sowas aus auch? Maniküre, Pediküre, ein bisschen Creme drauf? Also ein bisschen Körperpflege finde ich nicht schlecht. Auch Wasser auch ist nicht schlecht. Das ist eine Frage, was man als überflüssig empfindet dann oder so. Ja? Wann es zu viel wird, wann ist pingelig. Ja? Also ich finde zum Beispiel auch sauber irgendwie an Stellen gut, wo man es nicht sieht. Also wenn Männer... Wollen wir Musik hören? Ja, komm. Ja, grüß mal mir Seba! One, two, three, four. Ich find sie in dir, denn mit dir geh ich tief. Die Ferne ist sie, ihr, die Ferne sind wir, wo sie wohl sonst noch liegt. Hab ich sie länger nicht gesehen, weiß ich doch, dass sie da ist. Ich spür, dass du da bist. Ich werd dich nie vergessen, und das ist nicht alles. Bin
zu sehen. Ich bin bei dir. Ist okay. Sebo! I love it! Woo! Danke. Das Tolle ist, es war ganz, ganz schön. Und das Tolle ist, wenn man manchmal so geheult hat und irgendwas war total doof, dann mache ich das so laut in meiner Wohnung an und gröle das so wie eben immer auch so laut mit. Und zwar in Schleife. Und es hilft. Sebo, danke schön. Dein Applaus gerne. Nochmal. Sebo! Wir könnten eigentlich wollen wir unsere nächsten Gäste reinholen. Auf die freue ich mich auch ganz doll. Ich auch. Wenn ihr einfach anfangt, dann komme ich, glaube ich, hier irgendwie. Wir freuen uns auch. Wollen wir uns mal alle hinter den Tresen setzen? Guck mal, Rest Bierdeckel tun wir mal weg. Keine Ahnung, was drauf gestanden hätte, Dieter. Wir haben es nicht alles geschafft. Ich rutsch mal durch. Was trinkt ihr? Bierchen? Na klar. Wir müssen jetzt mal ganz kurz erklären. Das ist einmal Karl-Heinz, ist dein älterer Bruder. Ja. Und das ist einmal Bernd. Du bist logischerweise damit der jüngere Bruder, ne? So soll es sein. Und es gibt euch seit 40 Jahren. Ja, als Amigos, als Band. 1970 haben wir Amigos gegründet, genau. Ich finde, Karl-Heinz, ist du mit, wenn du jetzt aufhörst, ja, mit ja, sitzen ja. sollst. Es okay, dauert okay. ja jetzt doch ein bisschen, bis wir so weit sind. Und ihr lebt auch immer noch da, wo ihr geboren seid und tourt von da aus immer los mit einem kleinen, wie sagt man, so einem kleinen Kastenwagen und da packt ihr mal alles rein und fahrt auf Tour. Hinten steht Alberto drauf. Nein. Alberto? Quatsch. Wir haben einen Tourbus. Ja, Amigo steht nicht mehr drauf. Das haben wir gelassen. Auf dem ersten stand Amigos und da haben uns die Räder losgedreht. Nee. Ja, auf der Autobahn. Und da Och, wir, das ist ja, ehrlich. Ja, nee, aber das haben wir erst gemerkt, als wir auf der Autobahn waren. Wir sind so zu dem Zeitpunkt in Frankfurter Kreuz Richtung Darmstadt gefahren. Und da war es doch vierspurig. Und da war natürlich, irgendwas hat... Ich hätte es eigentlich merken müssen als LKW-Fahrer, als fast 40 Jahre LKW gefahren. Aber irgendwas hat nicht gestimmt und wir haben es trotzdem auf die Straße geschoben im ersten Moment. Und dann sind wir in die Baustelle gekommen und das war unser Glück. Und erst in der Baustelle, als wir im höchsten Fall 40 gefahren sind. Ja. Vielleicht waren das die Kastelruther Spatzen, weil die nein, gesagt sind haben... unsere Freunde, also nein. Also, oder irgendjemand, der neidisch war auf euren Erfolg. Ja, irgendein hat das bei mit mir im Hof. Wir waren in Urlaub und das war die erste Tour danach. Und der Bus hat 14 Tage im Hof gestanden. Und irgendjemand, obwohl alle Lichter gingen an. Das hat man gemerkt, dass sie losgedreht sind. Doofes Thema gleich am Anfang, trotzdem komm, Prost. Gut. Prost. Ja, erstmal trinken, genau. Ich glaube, das mit den losgedrehten Rädern, das war eine Band, die neidisch war. Wahrscheinlich The Police. Das war keine Police. Naja, man lacht jetzt, aber man muss auch mal sagen, dass ihr vor 2 Jahren Amy Winehouse von Platz 1 gekeult habt. Ist doch schon toll. Ja, das beweist halt, dass wir
gerade mit unserem deutschen Schlager, den wir machen, viele werden sagen, das Schlager-Putzis und wie sie alle schimpfen, aber mit unserem deutschen Schlager haben wir so viele Fans, dass wir, am 3. August kam das Album auf den Markt und am 5. bei Stefan Rost wurden wir überrascht mit in Deutschland über 100.000 Verkaufte. Und Gold schon für Deutschland und auch für Österreich. Und das ist doch ein Beweis, dass Menschen diese Musik mögen. Und ja, warum sollte man... Ist ja auch so, wir wollen mal so ein bisschen über die Kindheit erzählen. Ja. Ihr seid geboren und Musik lag überhaupt nicht in der Familie. Es hatte gar keiner groß Ahnung von Musik. Na ja, gut, doch. Der Opa, der hat Musik gemacht, unser Opa. Wo, bei euch im Dorf? Ja, der hat alles auch so mit so einem Motorrad damals noch, mit, was weiß ich, Harmonika und so, sind die über die Dörfer gefahren, haben da auch so ein bisschen Musik gemacht. Das Lustige, finde ich, war dann, ihr seid dann in den Keller gegangen und habt da geübt, Schlagzeug, E-Gitarre. Und man wunderte sich, weil ständig waren die Einmachgläser offen. Es gab mehrere Wochen Nudeln mit Kirschen. Weil? Weil die Gläser offen waren. Weil ihr so abgerumst habt mit eurer Musik. Der Keller war nicht hoch und durch die Druckquellen, die Oma kam jeden Tag, kam die Oma und sagt, es sind schon wieder Gläser auf, was ist hier los, was ist hier los? Und es ist tatsächlich so gewesen durch das Schlagzeug und Gitarre, wir haben dort geübt und immer... Nee, aber was habt ihr denn gespielt damals schon, so Rock'n'Roll oder auch schon Schlager? Nee, damals so junge Typen. Die haben euch nicht die Schweine reingebracht zum Schlachten, dass ihr die mit der Musik praktisch... das wäre der nächste Schritt gewesen. Weil euer Dorf an einem Fluss lag, habt ihr euch erstmal die River Boys genannt. Genau, am Fluss, ein Riesenfluss. Wie heißt der Fluss? Holloff. Und dann ging es richtig los. Jeder hat zwar einen Job gemacht. Du, Karl-Heinz, warst LKW-Fahrer. Ja, zu dem Zeitpunkt, ich habe erstmal Maurer gelernt. Ach so. Ich musste ja einen Beruf lernen. Ja. Und ich wollte unbedingt Maurer werden. Das habe ich dann auch gemacht und habe das zwei Jahre. Hört man heute auch selten, dass einer zwei sagt, Jahre ich gelernt. Unbedingt nicht heute. In der Zeit. Telefon! In der Zeit hat dann der Bernd nach zwei Jahren, wieder, als die Schule kam, hat der Brauer gelernt. Ja, Bierbrauer. Bierbrauer. Du bist der erste Bierbrauer, den ich kennenlerne. Das muss so ein Traumberuf sein. Was meinst du, wie schwer mir das gefallen ist, den Job aufzugeben? Ja, oder? Das hast du ja auch 30 Jahre gemacht, oder nicht? Ja, Aber ich habe mein Leben nicht durchgelitten. Wie sieht eigentlich der Beruf eines Brauers, ne? Ja. Wie sieht das eigentlich aus? Geht man denn morgens hin und trinkt erstmal ein? Gibt's auch. Macht man doch, oder nicht? Ja, gab's auch. Manche sind sogar schon zwei Stunden vor dem Arbeitsbeginn gekommen. Ach so. Weil sie Durst hatten. Aber ihr habt so über die Jahre immer gearbeitet, wie gesagt, LKW in Brauerei. Und dann aber Freitag, Samstag und meistens auch Sonntag. Und Montag. Und montags auch? Wo war denn Montag feiern? Ja, ist überall Kirmes. Kirmesfeste. Und dann ging der Urlaub, Jahresurlaub ging drauf. Ja. Und wir haben erst 2006 aufgehört zu arbeiten. Ah, okay. Das ist noch kein so Aber mehr. Immer am Wochenende quasi gespielt. Immer. Dann hattet ihr nie Wochenende Füße hoch, sondern immer gespielt. Auch teilweise mitten in der Woche. Wie viele Kirmesse waren denn da in Hessen, dass man jedes Wochenende... Ja, gut, wir sind ja gefahren, auch so 50, 60, 70, 100 Kilometer. Und wir haben im Jahr 15 bis 20 Kirmesse schon gespielt. Und dann am Wochenende. Wir brauchten Kohle, wir wollten ein Studio aufmachen. Das war unser Ziel. Habt ihr jetzt ja auch gemacht. Weil, aber ihr wolltet eigentlich dann Platten aufnehmen und ihr wolltet einen Plattenvertrag haben irgendwann. Ja. Hat ganz lange nicht geklappt, ne? Überhaupt nicht. Und irgendwann kam einer. Die haben gesagt, was wollt ihr von uns? Wir haben gesagt, mit dem Zeug habt ihr keine Chance. So, und jetzt seid ihr aber ganz viel auf Tour im Jahr immer. Ja. Wie viel? Immer? 100, jedes Wochenende, oder? Nee, 150 Tage ungefähr. Bernd, du bist mit Heike verheiratet und Karl-Heinz mit Doris. Die haben ihre Jobs aufgegeben und die fahren mit euch. Ja. Die ihr seid immer zu viert unterwegs. Die machen dann streitet Schenke. Man sich da nicht? Nein. Nee. Warum geht man denn dann auf Tournee? Ja. Genau. Ja, hast du. Du, ich Die Frage ist berechtigt. Nee, aber das ist wirklich Ihr habt besser. Doch wahnsinnig viele Groupies wahrscheinlich. Ach, na Quatsch. Jede Menge. Aber wie Ab gesagt... Wann geht's bei euch los? Na ja, das kommt drauf an. Bei ja, wir spielen ein Alter von sagen wir 45 aufwärts. Das naja, sind auch mittlerweile viele Jugendliche. Also es sind viele Jugendliche. Weil die so ein bisschen kultig werdet wahrscheinlich. Anscheinend, das sind sehr viele. Manchmal, wenn du siehst... Aber wenn die denn so jünger werden und dann sind so jüngere Frauen da und dann hat man die eigenen Weiber im Schlepptau. Das ist doch total doof, oder nicht? Was würdest denn du sagen, wenn du meine Frau wärst?
Dann würde ich sagen, ich mache auch eine Band auf und gehe auch auf Tour. Wahrscheinlich. Nee, das ist schon in Ordnung so, weil es bringt nichts, wenn du 200 Tage im Jahr unterwegs bist und die Frauen sind zu Hause. Und die haben ja auch ihren Job bei uns. Ab 6 Uhr, wenn die Leute reinkommen oder 6:30, bis um 10:30, bis wir fertig sind, stehen die da dahinter. Und die haben richtig Arbeit. Habt ihr auch so Tassen? Alles. Ja, klar, mit Tassen. Willst du eine? Das werde ich gerne schicken. Gerne. Ja, mag ich. Zwei aber bitte für meine Frau. Jawohl. Ja. Ach, gehst du mit deiner Frau nicht auf Tour? Aber kann ich auch eine Tasse haben? Ja, ja. Ich bin nie der Amigo-Fan. Das gibt es eigentlich hier einen Teddy mit. Und ich brauche meinen Freund mit auch Teddys. Teddy, klar. Habe ich gerade gesehen, dass du ein Tattoo hast. Darf ich mal gucken? Hast du dich tätowieren? Amigos. Und dann noch? Dasselbe Armband, das du trägst, auch tätowiert, nicht ein anderes. Ne? Das habe ich mal verloren und da habe ich gedacht, passiert dir nie mehr wieder. Wenn die Hand weg ist, dann. Haust dir das auf die Haut? Aber ich finde, das sieht aus wie ein Stempel von der Disco. Das hier? Genau. Ja, meine ich auch. Hey. Also irgendwie hast du das recht. Das heißt, du bist nicht tätowiert. Man denkt irgendwie, ihr wart gestern bei den Amigos. Ja. Nein. Bisher sind wir gut ausgekommen, Dieter. Sei vorsichtig. Hast du schon mal überlegt, auch hinten einen riesen Rücken-Amigo drauf zu machen? Nee, ich habe mir gesagt, wenn wir vielleicht im nächsten Jahr den Echo kriegen. Vielleicht. Dann lasse ich den Echo drauf tätowieren. Ehrlich? Ganz groß. Ja. Bei euch im Dorf ist eine Straße nach euch benannt worden. Ja. Wie heißen denn Amigo Rot? Nein. Wie heißt die? Gebrüder Ulrichstraße. Gebrüder Ulrichstraße? Ja, das, wir haben uns darauf geeinigt. Wir wollten nicht Amigos Straße. Echt nicht? Nein, wir hätten es machen können, wie wir wollten. Und also der Bürgermeister hat uns gesagt, ihr könnt euch von mir aus Amigos Straße oder was. Aber wir haben gesagt, nee, irgendwie ist es blöd. Gebrüder Ulrichstraße ist doch schon. Und das ist eigentlich was eigentlich nur Leute haben, die schon gestorben sind. Ich muss mal ganz kurz meinem Bürgermeister was sagen. So, Martin, das geht nämlich doch, dass man eine eigene Strut kriegt in Dörp. Was hast du jetzt gesagt? Nur noch mal eben sagen. Ich habe meinem Bürgermeister in Köln nur kurz, wo ich das Dorf, wo ich herkomme, erzählt, dass es schon geht, dass man eine Straße bekommt in dem Dorf, Martin? Wo man herkommt. Wie heißt der Martin? Ja, Martin. Martin, mach eine Straße für Sie. Ja. Sonst kommen wir. Die Amigo. Martin, mach die Straße. Es kommen doch in euer Dorf sogar so Busse manchmal. Da machen die so ein bisschen Amigo-Tourismus. Es kommen viele, die einfach wissen wollen, wo die Amigos wohnen. Und das sind Fans. Und wir gehen denen auch nicht aus Wege, weil das sind die Menschen, die uns hochgebracht haben. Ja, das ihr geht manchmal raus und trinkt Kaffee mit denen. Kann ja, man schon gut. Ich wohne in einer ziemlich kleine, schmale Straße. Das sind nur zwei Häuser. Der eine wohnt mein Sohn, der andere wohne ich. Und da kam neulich wirklich mal, ich denke, was ist da los? Da kam einer rein, geklingelt. Ins Haus. Meine Frau macht immer auf und, oder fragt, wer da ist. Ja, ist ein Busfahrer, kam er rein. Wir draußen steht ein Bus, ob ich mal rauskommen könnte. Da stand da ein 50-Mann-Bus in der Straße, da konnte kein Mensch mehr vorbei. Ja, ich sollte doch mal reinkommen in den Bus. Ich bin da im Bus reingekommen. Ein Jubel, ein Tirguss. Und da saßen dann aus dem Osten, waren die, haben da eine Reise durch den Vogelsberg gemacht, weil wir singen Lieder halt von unserem Gebiet. Und die wollten in den Vogelsberg und dann wollten sie natürlich wissen, wo die Amigos waren. Und bei mir sind sie dann vorbeigekommen und da habe ich mich ein bisschen unterhalten im Bus, habe denen ein paar Autogrammkarten gegeben und die waren glücklich. Ja, wie toll. Wahrscheinlich hat der Drecksack der Reiseveranstalter damit geworben, dass er dich persönlich kennt. Und ich klingel dann kurz und dann kommt er rein. Ich weiß, seine Frau hat schon gesagt, er ist da. Alles möglich. Ihr raucht ja beide, seitdem ihr drei seid. Ach und ja. Gefühlt, meine ich, ungefähr. Ne? Aber ihr raucht wahnsinnig viel. Ihr sagt, das einzige Laster ist wirklich Rauchen. Weil das haltet ihr das hier drin überhaupt aus jetzt ohne Rauchen? Ja, das wird eng. Das wird eng. Merkst du schon. Wie hier unten nicht rauchen, ist dann schon. Nee, Quatsch, so schlimm ist es nicht. Gut, wir rauchen, ja. Und eure Frauen rauchen? Wir rauchen auch. Sitzt ihr denn zu viert in einem Auto und raucht alle, bis die Schwarte kracht? Nein, wir haben einen Schornstein oben, einen Abzug. Und nein, klar rauchen wir, aber das hat wohl das Einzige. Das hat ihr nicht losgewonnen, weil ihr singt ja auch. Man will ja dann irgendwann auch mal sagen, komm, wir hören mal auf. Ja, aber du siehst doch, dass es nichts geschadet hat. Wir machen jetzt schon fast 50 Jahre Musik und rauchen auch schon so lange. Und stimmt es, dass irgendwie ihr mal auch so Drohungen gekriegt habt, dass das Haus angezündet werden soll? Und dann habt ihr für 50.000 Euro einen Zaun gebaut. Was kostet denn? Ich habe keinen Zaun, an alle Fenstern, an wirklich alle Fenstern. Und ich glaube, das sind um die fast 25 Fenstern, habe ich Gitter dran machen lassen. Und das
Ich habe natürlich auch nicht so irgendwelche einfache Scheißgitter genommen da, sondern es sollte ja auch ein bisschen was aussehen. Ja. Und das hat nun mal, ich glaube sogar, wir haben hier 50.000 Euro gekostet. Ja, und das wollten wir sogar beim Finanzamt einsetzen und selbst das hat nicht geklappt. Wer von euch kann jodeln? Hast du das Jodeln gelernt? Ja, das war mal. Früher, ne? Als Kind? Früher war das mal. Hast du die Stimme weggejodelt mit Durchrauchen, oder? Alles. Wollen wir mal singen, Jungs? Ja, wollen wir mal singen? Ja! Schönes Lied. Dieter, du kannst mitsingen, Dieter. Ja, genau. Dieter singt mit. Ja, klar. Genau. Der hat für ihn so schön gesungen, der kann jetzt mitsingen. Doch, das ist das Lied unserer Jugend. Ja, spielen wir nochmal Message. Dann, ja, mit Daniel Gérard. Wir können alle mitsingen. Kann losgehen. Ja, wir machen ein sehr schönes Lied. Das ganze Publikum darf natürlich mitsingen. Und mitklatschen, wir singen natürlich. Butterfly. Haben wir Lust, Jungs? Ja. Juhu! Auf dem Feld blüht weiß der Jasmin und ich ging ohne Ziel vor mich hin. Wie im Traum, so sah sie am Wege so allein, wie ein Schmetterling im Sonnenschein. Es ist still, nur der Wind singt sein Lied. Und ich seh, wie ein Vogel dort zieht. Er fliegt hoch, hoch über mir, ins Sonnenlicht hinein. Gerne möchte ich sein Begleiter sein. Bierdeckelchen einsammeln. Und jetzt kommt ihr mit hier rauf. Dieter, nee, warte. So. Du bleibst einmal so sitzen und rutscht hinten ans Ende. So. Alles klar. Guck mal, jetzt ist Platz für euch. Jetzt machst erstmal du den Aufgang. Genau. Oh, super. Ja, aber ist eigentlich gut so. Haben wir Bierdeckelchen schon eingesammelt? Danke. Prost, Jungs. Du hast gut, du hast schon die zweite. So, komm, Brillen wieder auf. Tragt ihr keine Brillen? Doch, du trägst ja eine gar nicht. Was macht ihr mit eurer ganzen Asche? Ich hab's gelesen, die liegt bei der Raiffeisenbahn in Hungen. In Hungen? Ich denke, das bezieht sich aufs Rauchen. Stutzen eure Frauen euch eure Nasen- und Ohrenhaare? Ja, Quatsch. Nicht? Macht ihr das selber? Alles selber, mit dem Rasenmäher. Ich habe keinen Einfluss auf diese Fragen. Ich kann nichts dafür. Nein, das macht man selber. Natürlich. Ist bei euren Konzerten schon mal ein Stützstrumpf auf die Bühne geflogen? Ein was? Stützstrumpf. Ein Stützstrumpf. Nein, ja, aber ein Rollator. Nee. Nein, das ist ein Blödsinn. Der ist schon stehen geblieben, ja. Euer letzter Bruderstreit, um was ging es?
Um Fußball. Um Fußball, genau. Seid ihr, habt ihr verschiedene Mannschaften? Ja, das ist schlimm. Und das war natürlich, wo wir das letzte Mal richtig geschritten haben, das waren die 70er Jahren. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und in dieser Zeit war nur Bayern München und Borussia Mönchengladbach deutscher Meister. Nur diese zwei. Wer ist denn welcher Fan? Du bist? Borussia Mönchengladbach. Und er ist Bayern. Und da gab es dann ziemlich, weil da waren die Bayern drei Jahre hintereinander deutscher Meister, dann war es Gladbach, dann war. Und da gab es dann nämlich schwer auf die Hose. Ich war sogar einmal beim Musikmachen, da war, bevor wir angefangen haben, haben wir uns so geschnitten, dass ich die Gitarre hingestellt habe und gesagt: So, du mein kannst mich am Arsch lecken, ich fahre jetzt heim. 6-0 gewonnen hat gegen Gladbach. Ich fahre jetzt heim. Das Gemeine ist ja auch. Bitte fahr. Es ist natürlich auch immer samstags, ihr seid irgendwo auf der Autobahn zwischen A und B und dann werden die Spiele im Radio übertragen. Eben. Und dann sitzt man gemeinsam vorne. Aber mittlerweile ist das weg. Auf die letzten 30 Jahre gesehen hat sich dein Bruder besser entschieden, irgendwie effizienter. Ja, auf allemal. Ja, wahrscheinlich. Aber sich für die bessere Mannschaft entschieden hat, das doch. Weiß ich nicht. Nein. Bist du vielleicht auch ein Bayern-Fan oder was? Oh, ich bin Fan von so vielen Mannschaften. Ich kann das gar nicht mehr auseinanderhalten. Ich dachte schon, du kommst aus dem Rheinland und wärst Bayern-Fan. Das wäre ja schlimm. Ich bin in Düsseldorf aufgewachsen. Das ist wirklich meine seelische Krankheit. Mit wem von euch beiden wollen mehr Groupies schlafen? Sowas ist gar nicht mehr Thema, oder? Das ist überhaupt kein und Thema. Da sind ja auch die Frauen dann dabei und so. Ja, eben, das ist kein Thema. Und eure Frauen, zicken die sich gar nicht an? Nein. Nee? Die wissen, wir haben ein Ziel. Hat sich denn keiner von euch schon mal in eine Frau von den anderen verliebt? Würde man nicht tun, ne? Einer hat, glaube ich, eine blonde Frau und einer hat von euch eine dunkelhaarige. Ja. Weil ihr sind die auch Schwestern? Nein. Wäre aber auch toll, ne? Das sieht fast so aus, aber nein. Es ist so, dass wir heute eine Band haben am Schluss der Sendung. Ja. Die haben ein riesiges Instrument mitgebracht, wo ich ja mal dachte, oh Gott, so ein Kontrabass ist wahrscheinlich schon das Größte, was man sich antun kann. Nein, wir haben den coolsten Shit aus Berlin, nämlich C&R. Wollt ihr schon mal hier rüberkommen? Hallo Daniel, na? Hallo. Na? Hallo. Daniel, hi. Eleni, hallo. Ich habe euch neulich gesehen und bin ausgeflippt und finde das, was ihr macht, ganz toll. Aber ihr hattet ein Gerät dabei, das war ein Ausnahmegerät, ein sogenanntes Cembalo. Ein Riesengerät. Und deswegen müssten wir das jetzt durch dieses Fenster reinholen. Guck mal, da kommt es schon. Toll, toll, toll. Oh Gott, hoffentlich verletzt sich keiner. Das sieht ein bisschen aus, als wenn ein Musiker gestorben wäre. Das stimmt. Jetzt dazu. Butterfly, my butterfly. Jeder Tag mit dir war schön. Butterfly, my butterfly. Wann werde ich dich wiedersehen? Wir haben schon drin. Wir haben schon drin. Guck mal, jetzt werden noch Füße rangeschraubt. Toll, toll. Aber das da muss macht man. Sinn, weil sonst wäre es unglaublich flach. Ja. Eleni, so spontan Auftritte mit dem Ding gestaltet sich schwierig oft, ne? Oder? Ja, doch. Oder geht? Es geht. Wenn es hier so steht, dann ist es auch richtig niedlich. Ja. Ich freue mich sehr gleich auf den Song. Wir machen noch ein, zwei Deckelchen und dann kann es losgehen. Hier steht Bernd. Ondulierst du deinen Pony? Jeden das Tag. Das heißt doch. Epilieren, nein. Epilieren. Nee, warte, epilieren ist ganz draußen. Kondolieren. Epilieren heißt das. Nee, das strangulieren. Aber was ist denn ondulieren? Kondolieren. Kenne ich auch. Ach du liebe Güte. Warum habt ihr so unterschiedliche Nasen? Ja, die sind wahnsinnig unterschiedlich. Ja. Also, stimmt gar nicht, die sind von der Form her absolut gleich, nur die ist kleiner. Ja. Nein, mein Vater hat so eine Nase wie mein Bruder. Und deine also ich wette, dass die Kurvenformel hat so eine Nase wie ich. Das ist ganz einfach. Ich hätte jetzt so viel Kohle mir da eine irgendwo hin machen lassen, die Kerzen gerade wäre. Aber welcher Mensch läuft? Alle laufen mit der geraden Nase durch die Gegend. Ich glaube ja auch, dass es irgendwann so out sein wird, sich alles so hinzurücken, ja, wie es toller kein ist. Mensch, ich glaube, dass kein man Mensch. Das liebt eigentlich. Braucht kein ich Mensch. Mag das sehr. Wir brauchen das nicht. Habt ihr fertig aufgebaut? Ja. Das ist also toll. Ich schon, ja. Du und schon, du? Ja. Ich oh, auch sie? Und du auch, Eleni. Oui, oui. Ja. Ich habe eben noch gesagt, Berlin, das ist gar nicht Berlin, ne? Wo ihr herkommt. Das ist in der Nähe von Berlin, 800 Kilometer südlich. Okay.
heißt Freaking Awesome, ist in der Nähe von Shut Up Guard, in der Nähe von der Swabian Alp. Aber es stimmt, dass ihr seit 13 Jahren verheiratet seid? Seit sie 16 war und ich 17, mit Erlaubnis der Eltern. Hat man auch selten. Aber was ich über euch noch gelesen habe, als ich dann dieses Lied, was wir jetzt gleich hören werden, gehört habe und gedacht habe, die musst du mal googeln, was da los ist. Habt ihr wirklich Vorband von Whitney Houston gemacht? Oder du mal irgendwie, Daniel? Das haben wir zusammen, haben wir gemacht. Ehrlich? Ja. Vorband von Whitney Houston, ich flipp ab. Aber man macht doch deswegen gerne Vorband, weil man genau das mit durchs Leben nehmen kann, dass man immer sagen kann, und wir waren mal die Vorband von dieser Frau. Toll. Und wir haben Und wir haben sie alle überlebt. Heart of the Rainbow heißt der Song. Ich darf ein bisschen mitsingen und wir hören den jetzt und das ist ganz toll. Du sagst immer, Daniel, der Sommerhit 2017. Ich glaube, es wird der Sommerhit 2013. Los geht's. Der kann das gut erzählen.